Mein Name ist Stefan Schneider. Das ist mein Titel und das meine erste Folie. Sie zeigt den Menschen auf seinem Weg in die digitale Gesellschaft. Sie zeigt aber auch, dass Piktogramme nur Piktogramme sind und nur sehr begrenzt fähig, die Realität abzubilden. Und das, meine Damen, meine Herren, ist leider die Realität in der digitalen Gesellschaft. Ich höre schon entsetzte Gesichter, man schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Mein Gott, das darf doch nicht sein. Das arme Kind, der arme Junge, das ist doch nicht gesund. Das ist so typisch deutsch. Wir sehen immer nur das halbleere Glas. Wir können doch auch mal das Positive sehen. Wir bewegen uns zu wenig. Aktuelle Studien zeigen, der durchschnittliche Deutsche sitzt 8,5 Stunden, außer wenn er zum Klo muss. Wir bewegen uns zu wenig und deswegen haben wir das, was wir als Bewegungsmangelerkrankungen oder Hypomotalitätsstörungen bezeichnen, nämlich Fettsucht, wir werden dick, wir werden eklig, wabbelig, wir kriegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Rücken tut weh, alle Knochen tut weh, Diabetes, all das eklige Zeug. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite zeigt uns, dass wir seit ungefähr 20, 25 Jahren auch eine zunehmende Zahl an psychischen Erkrankungen haben. Und wenn man die Kurven mal miteinander vergleicht, die Zunahme der psychischen Erkrankungen in Relation setzt, beispielsweise zur Kurve der Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder zur Kurve der kleinen, dicken Kinder, dann wird man feststellen, dass beide Kurven etwa parallel verlaufen. Fängt irgendwann an, Anfang der 90er Jahre. Und meine Idee ist, dass zu wenig Bewegung uns vielleicht nicht nur körperlich nicht gut tut, sondern auch psychisch, seelisch, geistig nicht gut tut. Einer der Hauptgründe für diese Zunahme an psychischen Erkrankungen wird immer wieder genannt, soll Stress sein. Schauen wir uns doch mal das Thema Stress etwas genauer an und wie wir Menschen mit Stress umgehen oder wie wir mit Stress umgehen sollten. Fangen wir mal früher an. Stellen Sie sich vor, Sie gehen hier draußen über das, was irgendwann mal die Weltmetropole Nürtingen sein wird, vor 200.000 Jahren spazieren. Und Sie begegnen diesem Mammut. Hunger ist das Erste, was Sie denken. Und nicht nur Sie haben Hunger, nein, auch Ihre Familie hat Hunger. Und der Winter kommt und er wird kalt. Was passiert? Es kommt zu einer Ausschüttung von Stresshormonen, Adrenalin, Noradrenalin, Ihr Herzschlag beschleunigt sich, Ihre Muskeln werden mit sauerstoffreichem Blut versorgt, um Sie zu einer außergewöhnlichen Leistung zu befähigen, nämlich das Mammut zu jagen und zu erlegen. 2 Wochen später, immer noch vor 200.000 Jahren, gehen Sie erneut hier über die weiten Felder dessen, was irgendwann mal die Weltmetropole Nürtingen sein wird, spazieren und Sie begegnen diesem Säbelzahntiger. Hunger ist das Erste, was er denkt. Und nicht nur er hat Hunger, auch seine Familie hat Hunger. Und der Winter kommt und der Winter wird kalt. Was passiert bei Ihnen? Es kommt zu einer Ausschüttung von Stresshormonen, Adrenalin, Noradrenalin. Ihr Herzschlag beschleunigt sich, Ihre Muskeln werden mit sauerstoffreichem Blut versorgt, um Sie zu einer außergewöhnlichen Leistung zu befähigen, nämlich vor dem Säbelzahntiger Reißaus zu nehmen und zu überleben. Bewegung, meine Damen, meine Herren, Bewegung ist die rudimentäre Antwort des Menschen auf Stress. Was passiert in unserem Gehirn? Man vergleicht das Gehirn häufig mit einem Computer, aber es muss uns klar sein, das Gehirn ist nicht ein Computer, sondern eine Multiprozessoreinheit, wo verschiedene Areale verschiedene Aufgaben haben. Ein für uns Menschen ganz wichtiges Areal und stammesgeschichtlich auch das jüngste Areal ist der präfrontale Kortex hier vorne. Da sitzt viel von dem, was wir mit Kognition und Emotion bezeichnen. Man könnte den präfrontalen Kortex vergleichen mit dem Arbeitsspeicher eines Computers. Die vielen Jüngeren hier kennen das gar nicht mehr, aber als ich noch so alt war wie Sie, lange her, da war der Arbeitsspeicher der Flaschenhals des Computers. Weil da geht alle Informationen durch. Alles, was kommt, ähnlich wie bei unserem Präfrontalkortex, alle Informationen laufen hier durch, müssen analysiert, bewertet, abgeglichen werden.
Und beim Computer war es so, je mehr Fenster sie offen hatten, je mehr Anforderungen, je mehr Rechenprozesse, desto langsam wurde der Computer, weil nicht genug Arbeitsspeicher da war und irgendwann war er dann tot. Einer lacht, einer kennt es noch. Das disqualifiziert sie leider zu einem ähnlichen Alter wie ich. Aber das war früher das, der Super-GAU des Computernutzers. Ja, nichts ging mehr, alles kaputt. Gibt es heute gar nicht mehr. So, zum Glück gibt es noch andere Areale, zum Beispiel der motorische Kortex, der liegt ziemlich zentral, bei mir kann man das ganz gut sehen, etwa hier. Und das Areal organisiert Bewegung. Und nun gibt es eine Theorie, nein, Entschuldigung, muss ja zurück, wollte erst was anderes erzählen, nämlich Bewegung, das unterschätzen wir häufig, Bewegung kostet unheimlich Rechenkapazität. Wir haben Bewegung eigentlich automatisiert, das heißt, wir denken nicht mehr drüber nach, aber trotzdem braucht unser Gehirn unheimlich Ressourcen, um Bewegung zu organisieren. Sie sehen das wunderbar, wenn Sie in die Robotik schauen heute. Roboter können ja alles besser als wir Menschen. Sie können mehr rechnen, schneller rechnen, genauer rechnen, aber Sie sehen das hier an diesen Parkinson-Robotern. Die können noch nicht mal geradeaus gehen, geschweige denn einen Ball kicken. Das sind alles Prozesse, die in Echtzeit ablaufen müssen. Und gerade wenn wir uns intensiv bewegen, braucht unser motorischer Kortex sehr, sehr viel Ressourcen. Und hier kommt jetzt die Theorie von Arne Dietrich zum Tragen, die Theorie der transienten Hypofrontalität, Mitte der 2000er Jahre, erstmalig wirklich als Theorie formuliert, sagt er, unser Gehirn hat nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Sie kennen das vielleicht von sich. Ich kann aus eigener Erfahrung sehr gut berichten. Und seine Überlegung ist, wenn wir hochintensiv Sport treiben, dann kommt es zu einer Verlagerung von kortikaler Aktivität, ja, die Animation funktioniert nicht, kommt es zu einer Verlagerung von kortikaler Aktivität aus dem Frontalkortex in den motorischen Kortex. Also wir haben Stress. Stress bedeutet eine erhöhte Aktivität hier im Frontalkortex. Und wenn wir uns jetzt intensiv bewegen, dann sagt unser motorischer Kortex, ich brauche die Energie, schieb sie rüber. Und dann können wir Aktivität nicht teilen, sondern wir müssen sie anders zuordnen. Sie können das selber probieren. Wenn Sie mal laufen gehen, versuchen Sie mal in 7er Schritten von 1488 rückwärts zu rechnen. Es ist echt schwierig. Also es ist so schon schwierig, aber wenn Sie laufen, ist es noch schwieriger. Diese Verlagerung von Aktivität macht aber auch Sinn, wenn Sie nochmal an den Säbelzahntiger denken und Ihre Begegnung vor 200.000 Jahren draußen auf der Wiese. Sie Auge in Auge mit diesem Säbelzahntiger. Oh, guck mal, der ist ja süß. Der will nur spielen. Nee, doch nicht. Verdammt. Eine Leinwand. Nee, gab noch keine Leinwand. Ein Baum. Ich kletter auf den Baum. Können Säbelzahntiger klettern? Da sind sie tot. Die einzige Chance, die sie haben zu überleben, ist hier vorne ausschalten, motorischen Kortex anschalten, Beine in die Hand nehmen und laufen. Auf keinen Fall denken. Dann haben sie verloren. Das zur Theorie. Und diese Theorie möchte ich jetzt gerne einmal versuchen, Ihnen mit experimentellen Daten zu unterfüttern. Und zwar von einer simulierten Weltraumreise, einer simulierten Reise zum Mars. Vielleicht haben Sie das mitgekriegt. 2010 bis 2011 fand in Kooperation mit der russischen Weltraumagentur, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Europäischen Weltraumagentur ESA eine simulierte Reise zum Mars statt. Das ist die Strecke, das sind die 6 Probanden, die mit an Bord waren, 3 Russen, ein Chinese, ein Franzose und ein Italiener. Und die haben 520 Tage in diesem künstlichen Habitat im Herzen von Moskau im Institut für biomedizinische Probleme gelebt. Unter kompletter Isolation. Nichts ging rein, nichts ging raus, niemand ging rein, niemand ging raus. Es war alles an Bord für 520 Tage. 520 Tage, das sind 240 Tage Hinflug zum Mars. Dann 40 Tage Exploration der Marsoberfläche. Hier in diesem roten Modul nachgebaut und dann wieder 240 Tage Rückflug. Es war alles an Bord. Ein Gewächshaus war an Bord, frisches Obst. Ein riesen Kühlschrank mit Essen für 520 Tage war an Bord. Und allein das ist schon Stress, wenn Sie heute wissen, was Sie Ostern 2018 zum Mittagessen haben werden.
Und Sie wissen es, wenn Sie es jetzt essen, haben Sie es dann nicht mehr. Wahnsinn, sogar Schwerelosigkeit hat man simuliert. Ist totaler Wahnsinn, was man heute mit Photoshop alles machen kann. Das ist das Fitnessstudio. Das sieht ein wenig aus wie eine finnische Sauna. Und ich war selbst drin, wenn sich dort mehr als zwei Mann körperlich betätigen, haben sie auch in etwa die atmosphärischen Bedingungen einer finnischen Sauna. Aber das ist einfach die Art und Weise der russischen Kollegen, Dinge nicht wegzuschmeißen. Wer weiß, wann das nächste Embargo kommt. Hier sehen Sie zwei der Probanden beim Training. Der eine auf einer Vibrationsplattform. Ja. Und hier unten sehen Sie ein Laufband. Das Laufband hat also auch schon als Panzerantrieb den Zweiten Weltkrieg erlebt. Auch das einfach die Art und Weise der Russen. Das geht noch, das können wir noch nehmen. Ja. Aber es funktioniert, es ist wunderbar. Die Frage, die wir uns gestellt haben in diesem Projekt, war, ist Sport und Bewegung in der Lage, nicht nur die körperliche Fitness zu erhalten, sondern auch die mentale Leistungsfähigkeit zu erhalten? Immenser Stress während dieser Reise, 1000 Aufgaben jeden Tag zu erledigen und dann aber auch wieder Abschnitte, wo es echt langweilig war, weil es gar nichts zu tun gibt, einfach nur warten und sitzen. Und das führt natürlich zu Problemen und wir wollten wissen, hat Sport die Möglichkeit, diesem Stress entgegenzuwirken? Und wir wollten vor allen Dingen wissen, haben verschiedene Sportarten unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Ergebnisse, also eher Ausdauer- oder eher kraftorientierte Sportarten. Das experimentelle Protokoll war denkbar einfach. Die Probanden haben Sport getrieben und jeweils vorher und nachher haben wir uns die Gehirnaktivität angeschaut, haben das verbunden mit einer kognitiven Testbatterie. Die große Herausforderung war, das über 520 Tage kontinuierlich bei 6 Personen durchzuhalten. Hier sehen Sie die Ergebnisse. In Rot dargestellt die Gehirnaktivität nach dem Sport, in Blau dargestellt vor dem Sport für die 4 großen Kortices, frontal, parietal, temporal, occipital. Und Sie sehen analog zur Theorie der transienten Hypofrontalität eine signifikante Abnahme gemittelt über alle Trainingseinheiten im frontalen Kortex. Ganz entscheidend dabei ist zu beachten, dass diese Abnahme nur dann stattfand, wenn es ein bisschen anstrengend war. Also ein bisschen echt anstrengend war. So eine moderate Aktivität von 50% der maximalen Leistungsfähigkeit führt zu nichts. Sondern man muss sich schon ein wenig anstrengen. Und wenn Sie heute Literatur lesen, Bild oder Apothekenrumschau, also was man halt so liest, dann werden Sie immer wieder feststellen, dass es Experten gibt, die sagen, ah, so ein bisschen Sport ist schon okay. Ja, oder eine aktive aktive Alltagsgestaltung. Sie wissen schon, Rad statt Auto oder Treppe statt Lift. Das ist auch nicht falsch. Aber um wirklich positive Effekte von Sport und Bewegung auf Körper und Psyche zu haben, müssen Sie schon jenseits von Schwitzen arbeiten. Es muss schon anstrengend sein. Sie kriegen nichts geschenkt. Deshalb die erste Take-Home-Message für Sie heute Abend. Was Sie machen an Sport ist egal, aber es muss wehtun. Ja, tut mir leid, aber so ist das Leben. Die zweite Take-Home-Message ist die, dass die erste falsch war. Was Sie machen, ist nicht egal. Und die dritte Take-Home-Message ist die, dass es nicht nur wehtun muss, sondern auch Spaß machen muss. Und wenn es Spaß macht, ist es meistens nicht so schlimm, wenn es wehtut. Das zeigen insbesondere die Daten zur kognitiven Leistungsfähigkeit. Sie sehen hier nochmal die Daten unserer 6 Marsonauten. In fast allen Sportarten finden wir nach dem Sport, wieder in Rot dargestellt, eine deutliche Verbesserung der mentalen Leistungsfähigkeit. Wirklich signifikant, aber nur nach dem Laufband. Das hat uns sehr zu denken gegeben zu Beginn. Bis wir dann ins Gespräch kamen, auf einer Konferenz nachher mit den 6 Personen und gefragt haben, hör mal, was hat euch eigentlich am meisten Spaß gemacht? Und unisono kam die Aussage, es war das Laufen auf dem Laufband, weil das an einem Tag eine persönliche kleine Auszeit war. Der ganze Tag ist voll mit Experimenten, mit Kommunikation. Und dann der Abend auf dem Laufband war wirklich nur 45 Minuten Laufen. Ich habe nichts anderes zu tun, als den einen Fuß vor den anderen zu setzen und konnte dabei wirklich maximal entspannen. Das war die Aussage. Und das ist was ganz Wichtiges. Vielleicht haben Sie schon mal von der Flow-Erfahrung gehört. Genau das findet hier statt.
wirklich die Möglichkeit abzuschalten, mal nicht nachzudenken und in den Sport einzutauchen. Stress, meine Damen und Herren, Stress ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig, da kommen wir nicht raus. Unsere Lebenswelt oder Arbeitswelt ist geprägt vom Stress. Stress ist aber eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist die mangelnde Bewegung. Bewegen wir uns mehr, dann können wir dem Stress entgehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.